Hallo, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie diese Woche einmal aus Hainichen, aus dem Stadtpark. Und zu Gast ist auch hier unser Bürgermeister oder der Hainichener Bürgermeister, Dieter Kreisinger. Und Herr Kreisinger, hier gibt es einige Neuigkeiten, die den Stadtpark betreffen. Was gehört denn da alles dazu? Ja, das ist also eine ganze Reihe. Ich begrüße auch ganz herzlich die Zuschauer vom Kabeljournal. Schön, dass Sie sich heute mal in unserer schönen Stadt Hainichen umschauen. Wir befinden uns also hier jetzt auf unserer Freilichtbühne. Die Freilichtbühne, die wurde also in Mitte der 50er Jahre errichtet. Damals in ehrenamtlicher Arbeit. Über das nationale Aufbauwerk der DDR war das damals. Ja, die Bänke sind etwas in die Jahre gekommen und deswegen wollen wir also als eine der großen Maßnahmen im Stadtpark diese Freilichtbühne erneuern. Wir planen sogar perspektivisch eine Bühnenüberdachung. Wir haben uns in anderen Orten umgeschaut, zum Beispiel Bad Elster gibt es da sehr schöne Bühnenüberdachung. Aber das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern. Aber was also dieses Jahr erfolgen soll, das ist also die komplette Erneuerung dieser Sitze, des Pflasters und also auch dieser Unterbauten. Wenn ich sage, es soll dieses Jahr noch erfolgen, wir sind also momentan mit dem Baubetrieb am Verhandeln, weil teilweise gibt es Material, was ein bisschen länger Lieferzeit hat. Es könnte im schlimmsten Fall sein, dass es erst Anfang nächsten Jahres erfolgt, aber eigentlich haben wir es vor, noch dieses Jahr komplett zu erneuern, die Belattung und eben ja, dieses ganze Areal. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Das schönste Wetter hatte man sich nicht gerade ausgesucht für das freudige Ereignis am 9. Oktober in Hainichen. Wir weihen nach rund zwei Jahren Bauzeit unser Sportforum komplett ein, also unsere Leichtathletik-C-Anlage. Sie sehen, es ist tolle Stimmung, die Grundschüler sind da, die Mittelschüler werden später kommen. Das Hutfestival Chemnitz findet auch hier statt. Und es ist einfach ja, ein historischer Tag, es hat jetzt zum Glück auch noch zum Regnen aufgehört. Ja, es könnte nicht schöner sein. An dem historischen Tag durfte man einen berühmten Leichtathlet begrüßen. Und da sind wir ganz besonders stolz, den deutschen Meister über 400 Meter, der stammt aus Hainichen, der Marvin Schlegel. Bevor der zum Zuge kam, nahm der Bürgermeister Dieter Kreisinger den symbolischen Schlüssel für die Sportstätte entgegen. Rund 3,25 Millionen Euro wurden hier verbaut. Es ist ein sehr schöner Kunstrasenplatz entstanden, eine tolle C-Anlage. Übergeben wurde die mit dem Durchschneiden des Bandes. Zu den ersten, die auf der 100-Meter-Bahn laufen durften, gehörte Marvin Schlegel und Kinder, die Hainichens Schulen besuchen. Wir hatten in Hainichen eigentlich, was das Thema Schulsport angeht, hatten wir eigentlich relativ keine guten Bedingungen. Eine Kunststoffbahn oder wie man im Volksmund sagt, Tartanbahn, gehört heute eigentlich zum Standard einer guten Schule. Wir haben in Hainichen die größte Oberschule in der ganzen Umgebung. Und Tartanbahnen gibt es eigentlich außenrum viele, in Frankenberg, in Mittweida, in Breunsdorf, in Seifersbach. Und von der Warte her sind wir hier schon ein bisschen hinterhergehangen. Und der Naturrasenplatz, der war zwar schön, aber der war sehr holprig. Für die Schule in der Stadt wurde an diesem Tag auch ein Spendencheck in Höhe von 2.500 Euro übergeben. Das Geld gab es allerdings nicht einfach so, sondern musste von den Grundschülern beim Spendenlauf erlaufen werden. Wir haben in Hainichen zwei Schulen, zwei große Schulen. Wir haben eine Grundschule, die jetzt nächstes Jahr wieder vier erste Klassen bilden wird. Normalerweise sind ja drei üblich. Es wird uns ziemlich Probleme machen, überhaupt für die genügend Räume zu finden. Aber das ist ein Zeichen auch, dass es doch auch attraktiv ist, in Hainichen zur Schule zu gehen. Und in unserer Oberschule haben wir auch im Altlandkreis Mittweida. Aber auch darüber hinaus gehören wir zu der Oberschule mit den mit Abstand meisten Schülern. Wir haben auch schon manche Jahre Schüler wegschicken müssen, weil die maximale Zahl von 84 Schülern erreicht wurde. Also unsere Schulen sind erstens sicher und zweitens also sicher vom Bestand, aber natürlich auch sehr gut aufgestellt und haben einen ausgezeichneten Ruf. Neben den Schülern werden das Sportforum ebenso die Mitglieder der Sportvereine nutzen. Sportangebote gibt es in der Gellertstadt eine Menge. Wir haben in Hainichen viele große Sportvereine, was ich momentan bedauere. Leichtathletikmäßig sind wir nicht besonders gut aufgestellt. Wir haben einige Spitzensportler in Hainichen, also die in der Leichtathletik wirklich auch fernab von Hainichen für Furore sorgen. Allen voran natürlich der Marvin Schlegel. Aber es ist eben so, dass es da ein bisschen Nachholbedarf ist, was die Leichtathletik angeht. Ansonsten denke ich, wir haben einen großen Turnverein, wir haben einen SV Motor mit vielen Sparten, mit vielen Abteilungen.
angefangen, sehr erfolgreiche Schachspieler, Volleyball, die allgemeine Sportgruppe, Tischtennis, Badminton ist also in Hainichen sehr, sehr gut vertreten und auch noch weitere Sportarten. Und dann haben wir unseren Hainichener Fußballverein, der sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit macht. Aber auch nicht zu vergessen den Riechberger FC in einem Ortsteil von Hainichen. Wir haben unseren Karate-Club, der ist sehr aktiv. Wir haben einen Radsportverein. Wir wollen nächstes Jahr ja, hoffentlich ist es wieder erlaubt, den Wolfram-Lindner-Gedächtnis-Rennen hier wieder durchführen. Und also ich denke, Hainichen ist sportmäßig schon gut aufgestellt. Aber durch diese Rahmenbedingungen wird es vielleicht noch ein bisschen besser. Deswegen investiert die Stadt auch weiter in den Sport. Ja, wir haben hier noch hinter dem Gebäudekomplex haben wir noch eine relativ große ungenutzte Fläche. Da soll dann der Stadtrat im Dezember entscheiden, was wir dort machen wollen. Wir wollen ein paar zusätzliche Bikeplätze schaffen, aber es gibt auch noch weitere Ideen. Vielleicht ein wenig so ein Erlebnispark, wo man mit einem Skateboard oder sowas fahren kann oder mit den Inliner. Also da ist sicherlich auch noch das eine oder andere vor. Aber ich denke, wir haben jetzt die Turnhalle ist fertig geworden diese Woche. Wir haben in der Turnhalle den Brandschutz erneuert. Wir haben in unserem Leerschwimmbecken sind wir momentan noch dabei, die energetische Sanierung zu Ende zu bringen. Das wird am 2. November fertiggestellt sein. Und dann denke ich, dann haben wir in Hainichen von Seiten der Stadt die Voraussetzungen geschaffen, dass es ordentliche Sportbedingungen hier gibt. Das Ziel des Spendenlaufs erreichte man fast. Sodass wir insgesamt auf einen Betrag von 2.485 Euro kommen. Also das ist wirklich ganz knapp an der Fördersumme, an der Spendensumme vorbei. Aber ich denke, das wird aufgerundet, sodass dann auch die 2.500 Euro auf unser Konto fließen. Vielen Dank für die gezeigten Leistungen und dann später ein schönes Wochenende. Bevor es ins Wochenende ging, wurde noch ein Stück Hutfestival mitgenommen. Mit Musik von Bojan Ristić. Vom 9. bis 11. Oktober waren verschiedene Hutmobile in Chemnitz und der Region unterwegs. Auch um die Bewerbung der Stadt Chemnitz für die Kulturhauptstadt Europas 2025 zu unterstützen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Jetzt Wohnfühlwochen. Hier finden Sie mehr Wohnideen fürs Geld und beste Beratung von Ihrem Garant-Fachhändler. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Noch einen Veranstaltungshinweis für Sie. Und zwar der Hundesportverein Taurer Burgstadt e.V. lädt am Sonntag, dem 25.10. zur Zuchtschau für deutsche Schäferhunde ein. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und findet auf dem Vereinsgelände in der Nähe vom Taurerstein statt. Man freut sich auf Ihren Besuch und für Verpflegung und gute Laune wird auf alle Fälle bestens gesorgt. Ja, und mittlerweile sind wir hier wieder zurück in Hainichen im Stadtpark. Und eine Attraktion ist natürlich auch noch erneuert worden, hier wo wir gerade uns befinden, das Wildgehege. Was wurde hier alles gemacht? Ja, das Wildgehege wurde also komplett erneuert, die Umzäunung. Es wurden diese zwei Sichtplattformen geschaffen,
Wir haben den Parkpflegetag, da möchte ich jetzt schon ein bisschen Werbung machen, am 7. November. Da sollen also möglichst viele Hainichen hierher kommen. Da sollen also auch Büsche angepflanzt werden, dass also sozusagen insbesondere von diesen beiden Sichtfenstern dann der Blick auf die Rehe frei ist. Und es wurde also dieses Jahr dieser ganze Zaun erneuert, diese Sichtplattformen geschaffen. Eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Ja, kleine Anekdote, als wir das erneuert haben, das war zu der Corona-Hauptzeit, das war dann für mich fast ein bisschen Abwechslung, weil wenn das Telefon geklingelt hat im März und April, dann waren es ja meistens irgendwelche schlechten Nachrichten, was Corona angeht. Aber es gab an zwei Wochenenden eine riesen Aufregung, weil der Bauzaun irgendwie so angelegt wurde, dass die Rehe ausgebüxt sind. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Rehe froh sind, dass sie Freiheit haben und dann in den Wald rennen, sondern die wollen eigentlich wieder zurück in ihr Gehege, haben aber den Weg zurück nicht mehr gefunden. Ich habe dann selber unserem Bauhof leider angeboten, dass ich die Rehe zurücktreibe, aber er hat gesagt, nee, da ist das Risiko dann sehr hoch, dass sie auf die Straße dann springen, weil sie mich ja nicht kennen. Und die Bauhofmitarbeiter haben dann die Rehe wieder reingebracht, aber es war doch durchaus eine Aufregung, weil eben hier im Park frei herumrennende Rehe nicht so alltäglich sind. Ja, und was es sonst noch so Neues gibt hier im Hainichner Stadtpark, das erfahren Sie nach den Wochensplittern. Seit 13. Oktober waren nur noch Niederfrohna und Schönberg im Rennen, die zwei letzten Kommunen im Landkreis Zwickau mit null Corona-Infektionen. Lange mitgehalten hatte Oberwiera, doch am 13. Oktober erwischte es auch diesen Ort. Nachdem die Summe der nachgewiesenen Infektionen im Sommer im Landkreis Zwickau stagnierte, nahm das Corona-Geschehen ab der 37. Woche wieder Fahrt auf. In der Kalenderwoche 40 meldete man 23 Neuinfizierte. In der Woche darauf gingen 124 neue Meldungen ein. Am 14. Oktober wurde dann der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten. Schon am 12. Oktober gab der Landkreis Zwickau neue verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen bekannt. Zwei Tage später gab es eine überarbeitete Version. Auch in Chemnitz wurden ab 13. Oktober die Corona-Schutzmaßnahmen strenger. Am 13. Oktober erklärte das sächsische Sozialministerium den Erzgebirgskreis als erste Region in Sachsen zu einem Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko. Am 14. Oktober gab es bei der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vereinbarungen für den Fall steigender Infektionszahlen, darunter eine Teilnehmerbegrenzung im öffentlichen und im privaten Raum, eine ergänzende Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, Sperrstunde in der Gastronomie, weitere Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen. Die Verschärfung der Maßnahmen richtet sich danach, ob es 35, 50 oder noch mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gibt. Wie bereits im März, April überschlagen sich auch jetzt wieder die Ereignisse. Auf den Internetseiten der Kommunen, der Landkreise, des Freistaates Sachsen und der Bundesregierung kann man sich über die aktuellen Entwicklungen und die getroffenen Maßnahmen informieren. Die Spaten verrieten, dass am 14. Oktober hinter dem Ziegeleiteich in Hohenstein-Ernsttal etwas passiert. Endlich beginnt unsere erste große Baumaßnahme für einen Radweg. Und das wird also ein Radweg sein, der Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsttal verbindet. 1,6 Kilometer lang, geplant, 1 Million Euro teuer. Gott sei Dank ist das Ausschreibungsergebnis ein ganzes Stück günstiger ausgefallen. Und insofern ist tatsächlich heute ein schöner Tag für die Hohenstein-Ernsttal und Wüstenbrander, denn in Zukunft werden die beiden Orte noch besser mit dem Rad verbunden sein. Einer der Initiatoren war schon vor etlichen Jahren der damalige Wüstenbrander Ortsvorsteher Dietmar Röder. Das sind nun bestimmt schon fast 15 Jahre her. Da waren wir, der Herr Weber vom Bauamt, waren wir eingeladen gewesen in Lugau beim Bürgermeister, der die Idee hatte, die alte Gleisstrecke von Lugau nach Wüstenbrand als Radweg umzubauen. Und da entstand die Idee, wenn der Radweg in Wüstenbrand endet, warum soll man dann dort nicht weiterführen? Denn wir hatten sowieso vor, oder wir wollten den Radweg zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsttal bauen.
Und da haben wir das gleich mit dem Projekt verbunden. Da jetzt die Strecke von Lugau noch nicht in Wissenbrand zu Ende ist, liegt nicht an uns, aber wir haben jetzt auch in der Planung hier Fortschritte und ich denke, das wird demnächst auch. Am 14. Oktober erfolgte erst einmal der erste Spatenstich für die Strecke Wüstenbrand und Hohenstein-Ernsttal. Also wir freuen uns, dass wir heute den Radweg zumindest den ersten Spatenstich tun können. Das ist für uns eigentlich eine große Sache, weil wir ein Stück näher an Hohenstein-Ernsttal rücken, zumindest was diesen Radverkehr angeht. Wir haben ja eine attraktive Streckenführung, denke ich. Die Strecke wurde bereits von Radfahrern genutzt. Allerdings aufgrund dieses Schotterbelags war es extrem schwierig zu fahren und auch die Topografie hat es nicht hergegeben, dass es eigentlich nur ein Mountainbikerweg war bzw. teilweise auch geschoben werden musste. Es wird jetzt deutlich attraktiver, die ganze Geschichte. Es sollen ja auch Raststätten hier entstehen, wo man sich mal hinsetzen kann, den Blick auf den Ziegeleiteich schweifen lassen kann bzw. hier auch in die attraktive Landschaft. Der Stadt Hohenstein-Ernsttal gelang es auch bei diesem Bauprojekt, reichlich Fördermittel zu bekommen. Also in Summe hatten wir mit 1,05 Millionen Euro Baukosten geplant. 90% davon übernimmt der Freistaat Sachsen, bei dem wir uns dafür natürlich recht herzlich bedanken. Das Ausschreibungsergebnis ist deutlich günstiger ausgefallen. Es haben sich 11 Firmen an diesem Wettbewerb beteiligt. Und das ist also ein gutes Zeichen, ein guter Wettbewerb. Und deswegen konnten wir für rund 750.000 Euro den Auftrag vergeben. Ich hoffe, dass das auch in dem Rahmen bleibt und dass es jetzt richtig gut losgeht. In der Kammerl-Geburtsstadt werden zwar seit vielen Jahren Radsportwettkämpfe ausgetragen, aber es war nie eine Fahrradstadt. Also das ist das erste große Radwegprojekt der Stadt Hohenstein-Ernsttal. Wenn dieses Projekt fertiggestellt ist, wollen wir das Ganze natürlich noch ergänzen und erweitern, also in Richtung Lugau anbinden, über Oberlungwitz in Richtung Chemnitz anbinden. Und da haben wir schon noch einiges vor, auch in den nächsten Jahren. Und dafür sind auch die entsprechenden Gelder eingeplant. Der Bau der Radstrecke Wüstenbrand-Hohenstein-Ernsttal wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres doch hinziehen. Obwohl das nur die 1,6 Kilometer sind, aber es ist trotzdem eine recht anspruchsvolle Strecke. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dieses Raddrehkreuz werden können, von dem wir schon so viele Jahre träumen, dass wirklich diese weiterführenden Radwege auch zeitnah in Angriff genommen werden können. Das hängt von vielen Faktoren ab. Da sind wir leider oftmals nur Gast, aber wir werden alles dafür tun, dass wir von unserer Seite vieles in die Wege leiten, dass jetzt auch die weiterführenden Radwege zeitnah realisiert werden können. Am 10. Oktober war Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dullich zu Gast in Hainichen, um dem Bürgermeister Dieter Kreisinger Förderbescheide für Straßenbauvorhaben der Stadt zu überreichen. Im letzten Jahr musste ich einen Fördermittelstopp verhängen, weil schlichtweg mehr Anträge als Geld da war. Wir haben jetzt in diesem Jahr alle Reste zusammengenommen, weil wir wollen natürlich auch das Signal senden, gerade trotz Corona, dass alle wissen, es muss ja trotzdem weitergebaut werden, es muss weiter investiert werden. Hainichen darf sich über 1,4 Millionen Euro für Straßenbauprojekte freuen. Ja, also die Heinrich-Heine-Straße, auf der wir uns befinden, soll also in den nächsten zwei Jahren grundhaft ausgebaut werden, grundhaft saniert werden. Eine Deckensanierung wäre bei dem Straßenzustand nicht möglich gewesen. Man muss also schon alles grundhaft ausbauen, die Medien werden erneuert und natürlich die Oberfläche, der Gehweg. Die Parknischen sollen also auch neu angelegt werden. Wir werden wahrscheinlich auf zwei Etappen bauen. Dieser Abschnitt, der längere Abschnitt von der Poststraße bis zur Franz-Hüpp-Straße, und der kommt möglicherweise erst in eineinhalb Jahren dran. Und auf der anderen Seite von der Kirche, also von der Schulstraße bis zur Poststraße, den werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr angehen. Das andere Straßenbauprojekt ist die Michael-Meurer-Straße. Der zweite Abschnitt soll ja auch ausgebaut werden. Die Michael-Meurer-Straße diente in den letzten Jahren mehrfach als Umleitung für die August-Bilbe-Straße. Gerade die Leute, die ins Ärztehaus oder auch zur Firma Kermes wollten, die mussten also über die Michael-Meurer-Straße fahren. Und der zweite Teil, der ist dort komplett hinüber. Ist also eine komplette Holperpiste und auch der kann jetzt grundhaft ausgebaut werden. Wir sind alle klamm bei Kasse, deshalb sparen wir Porto und ich bringe es persönlich. Das sind sozusagen die ersten beiden Bescheide. Ja. Ich gebe dir das schon mal. Vielen Dank. Weil ich habe noch einen dritten Bescheid mit. Genau, und das ist? Das ist genau der schon angesprochene, dass wir auch im Rahmen der Investitionsförderung für die Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, so heißt dann das Programm, hier eben auch nochmal die Anbindung Gewerbe an die überörtlichen Verkehrsnetze. Da geht es um Ausbau Striegesweg,
Weg, Neubau einer Verbindungsstraße zum Kastanienring. Ja, das ist sozusagen das gewünschte Stück. Und hier geht es immerhin auch nochmal um eine Fördersumme von 800.000 Euro, die wir mit zur Verfügung stellen wollen. Also das heißt, diese drei Förderbescheide sollen auch ein Signal sein, es soll investiert werden, es soll gebaut werden. Wir haben trotz Corona genügend zu tun und das wollen wir eben auch mit unterstützen. Dass die Fördermittelbescheide nun im Oktober überreicht wurden, kommt dem Bürgermeister sehr gelegen. Sehr schön, dass wir die Fördermittelbescheide jetzt bekommen, jetzt im Oktober. Das heißt, wir können jetzt ausschreiben, jetzt erzielt man bessere Baupreise als im Sommer. Wenn dann das Jahr fast vorbei ist, dann erzielt man also keine auskömmlichen Preise mehr. Dann schießen die Preise häufig durch die Decke. Insofern, ja, bin ich sehr glücklich. Eigentlich hätte vom 9. bis 11. Oktober Gersdorf zur Kirmes eingeladen. Das Volksfest fiel wegen der Corona-Pandemie aus. Die Kirchweihe feierte man trotzdem, so am 10. Oktober mit einer Orgelvesper in der Marienkirche, die 1865 ihre Bestimmung übergeben und geweiht wurde. Seitdem durften die Gersdorfer diese schöne Kirche nutzen. Und seitdem haben Menschen sich dafür eingesetzt, dass diese Kirche auch so schön wieder geworden ist. Zur Kirche gehört immer auch Musik, damals 1865 und auch heute im Corona-Jahr 2020. Wir freuen uns sehr, dass wir heute an unserer sanierten Jemlich-Orgel Herrn Kantor Norbert Ranft-Knopfe aus Merane bei uns haben. Herr Ranft-Knopfe ist ein ausgezeichneter Kenner unserer Orgel. Und seitdem er in Merane Kantor ist, kennt er auch unsere Orgel. Kantor Norbert Ranft-Knopfe ließ Orgelwerke aus verschiedenen Jahrhunderten erklingen. Von François Coppard, der für Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Komponierte, bis hin zu Johannes Matthias Michel, von dem das Swing- und Jazz-Orgelbüchlein stammt. Die Orgelvesper zum Kirchweihfest war nicht nur ein Zurückschauen auf die Geschichte der Marienkirche, sondern ebenso eine Reise durch die Geschichte der Orgelmusik. Der Kleintierzüchterverein Wolkenburg-Kaufungen lud am 2. Oktoberwochenende zur 39. Werbeschau ein. Es nehmen Vereine aus dem gesamten Landkreis Zwickau, Mittelsachsen teil, selbst aus dem Erzgebirgskreis, sind Aussteller vor Ort. Wir haben insgesamt 470 Tiere. Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Tauben sowie Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge. Die Werbeschau des Vereins kommt immer gut an. In diesem Jahr war der Zuspruch allerdings noch größer. Also bei uns ist die Meldezahl um über 200 gestiegen, weil viele Schauen durch Corona ausfallen. Aber wir natürlich mit der Reithalle hier optimale Bedingungen haben und können natürlich die Corona-Regeln anders einhalten wie in kleinen Räumen oder Turnhallen. Und deshalb haben wir uns so entschlossen, die Schau so durchzuführen und haben wir alle Tiere angenommen, auch wenn wir nun seit Dienstag jetzt schon aufgebaut haben. Wir haben die Arbeit gerne gemacht, um auch den Züchter, sage ich mal, zu seinem Lohn kommen zu lassen, indem er mit Tiere bewertet und eben, wie man sieht, auch die schönen Preise dann mit nach Hause nehmen können.
Die Preise hatten wieder zahlreiche Sponsoren zur Verfügung gestellt. Ja, und Dank gilt natürlich bei uns immer noch unseren Gönnern der Kleintierzucht. Ohne diese wäre so eine Schau nicht durchführbar, sei es die Hallenmiete, sei es die Pokale und die anderen Kosten, die auflaufen. Ohne Sponsoren geht es nicht. In diesem Jahr haben wir heute einen Sponsor geehrt. Das ist die Tief- und Straßenbau GmbH Hartmannsdorf. 20 Jahre unterstützt er unseren Verein jedes Jahr. Und ich denke auch in der Zukunft weiterhin. Und dafür haben wir uns heute mal bedankt mit dem Strauß Blumen. Die Zukunft hängt auch davon ab, wie viel Nachwuchs gewonnen werden kann. Also ich muss sagen, wir haben zurzeit 2 Kinder und wir haben den Altersdurchschnitt, der ist bei uns um die 50 Jahre. Also das muss ich sagen, wir haben sehr viele Jüngere, was uns sehr freut. Und insgesamt sind wir 23 Mitglieder. 114 Jahre alt ist der Verein mittlerweile. Und ich gehe mal davon aus, mit den Mitgliedern, die wir jetzt so haben und den Altersdurchschnitt, dass es mir um den Verein nicht bange ist. Die haben sich mit Bedacht das Hobby Kleintierzucht ausgewählt. Zum Arbeitsalltag, sage ich mal, ist das eine Entspannung zur Hektik im Arbeitsleben. Geht dann natürlich in der Kleintierzucht alles ein bisschen langsamer und da kann man ganz schön runterkommen. Und es ist eben halt eine Freizeitbeschäftigung. Man darf auch natürlich nicht vergessen, es ist immer Arbeit mit Tieren. Und das heißt, früh und abends auf und zu machen, man muss sich kümmern. Das ist halt keine Briefmarkensammlung, die man einfach mal in den Schrankwand stellt und 3 Monate nicht mehr nachguckt. Hier ist wirklich 365 Tage im Jahr Einsatz gefordert. Diesen Einsatz präsentieren die Züchter gern bei Kleintierzuchtschauen. Viele Möglichkeiten gibt es wegen Corona, allerdings in diesem Jahr nicht. Also die nächste Schau ist die Landesschau Kaninchen und die Lipschau, die Landesschau vom Geflügel in Leipzig, das 1. Dezemberwochenende. Zur Lipschau sind 45.000 Tiere geplant und was ich heute gehört habe, wohl zur Landesschau Kaninchen fast 10.000 Meldungen eingegangen. Also es ist auf alle Fälle ein ganz großer Höhepunkt. Aber eben durch Corona sind das eben wirklich wir und die großen Schauen, die derzeit was durchführen. Und da alle Achtung an den, die es wirklich ausrichten, weil das ist auch viel, viel mehr Arbeit. Rund 2100 Frauen und Männer haben ihr Studium an der Hochschule Mittweida begonnen. Die Immatrikulationsfeier für das Wintersemester 2020/21 fand am 14. Oktober auf dem Technikumplatz vor der Hochschule statt. 500 Studierende nahmen an der Immatrikulation unter freiem Himmel teil. Die Hochschule und die Stadt hießen gemeinsam die neuen Studierenden willkommen. Grußworte gab es von Pfarrerin Nina Maria Mixtaki und Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber. 2 Wochen später als ursprünglich geplant startet der Vorlesungsbeginn am 19. Oktober. Nach dem größtenteils digitalen Sommersemester holt die Hochschule Mittweida ihre Studentinnen und Studenten wieder zurück auf den Campus. Wir wollten Ihnen zeigen, dass es uns etwas wert ist, dass Sie da sind. Darum sitzen wir alle in dieser ungewöhnlichen Anordnung. Und wir haben uns gefreut, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie kommen. Wir haben ein digitales Semester hinter uns und wir waren in der Überlegung, ob wir diese Kompetenz, die wir in der Not erworben haben, ob wir sie fortsetzen oder ob wir versuchen, dieses Semester hybrid, das heißt mit Ihnen auf dem Campus zu beginnen. Und wir haben uns entschlossen, es zu versuchen, dass wir möglichst viele etwa 70% der Präsenzveranstaltungen beginnen. Wir wollen diese Präsenz beginnen, damit Sie Ihre Hochschule sehen, damit Sie die Familie kennenlernen, damit Sie andocken, damit Sie wissen, wer später über Zoom Ihnen begegnet. Sagte Professor Dr. Ludwig Hilmer, der Rektor der Hochschule, bevor er die Studierenden immatrikulierte. Ich immatrikuliere Sie alle in die Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden. Ich immatrikuliere Sie in die Gemeinschaft der Forschenden. Ich immatrikuliere Sie in die Gemeinschaft der wissenschaftsunterstützenden Bereiche des Hochschulmanagements. Ich immatrikuliere Sie in die Gemeinschaft der Hochschule für angewandte Wissenschaften Mittweida. Sie sind jetzt Mitglieder unserer Hochschule. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Damit sind an der Hochschule Mittweida zum Vorlesungsbeginn rund 6.600 Studentinnen und Studenten immatrikuliert. Rund 1.400 sind internationale Studierende aus 52 Ländern.
Der jüngste Studienanfänger ist 17 Jahre, der älteste mehr als 50 Jahre alt. Aber auch 2020 berufene Professorinnen und Professoren begrüßte Rektor Ludwig Hilmer. Ein wenig wie in der Schule saßen am 14. Oktober die Besucher der Tierpark Fürth-Vereinsveranstaltung im Saal der Parkschenke Limbach-Oberfrohna. Corona geschuldet. Wegen der Pandemie mussten andere Vortragsveranstaltungen des Vereins in diesem Jahr ausfallen. Diese nun führte man durch. Traditionell gab es vom Vorsitzenden Professor Klaus Ollenberger einen Rückblick auf die Tätigkeiten des Vereins und Neuigkeiten aus dem Tierpark. Ein großes Ereignis war 2020 die Übergabe des neuen Eingangsbereiches. Schade, dass es am Abend in Limbach gibt, die gleich wieder diese neue teure Eingangstür für 10.000 Euro kaputtgeschlagen haben, um sich vielleicht mit 100 Euro zu bereichern, die sie bekommen. Den Hauptteil des Abends gestaltete Thomas Schreiter aus Klaurau. Unter dem Titel Landschaften Islands, der Insel aus Feuer und Eis, berichtete er von den Reisen, die er zusammen mit anderen 2015 und 2020 auf der Insel der Elfen und Trolle unternahm. So richtig schön, das konnte man den Ausführungen entnehmen, war es 2020, weil auch Island Corona-bedingt nicht von Touristen überlaufen wurde. Eine einzigartige Möglichkeit, die wunderbare Natur und Landschaft in vollen Zügen zu genießen. Die Fotos und Videos, die Thomas Schreiter präsentierte, verdeutlichen, dass die Erkundung von Island ein großes Abenteuer ist und man gut vorbereitet angehen sollte. Schon allein die Straßen sind Lichtjahre weit entfernt von denen in Deutschland. Thomas Schreiter wird im nächsten Jahr einen weiteren Vortrag für den Tierpark Fürth-Verein Limbach-Oberfrohna halten. Dann steht Norwegen im Mittelpunkt. Der Erlös des Abends kommt, wie immer, dem Tierpark zugute. FC Bayern München zu Gast. Davon träumen viele Fußballvereine. Die zweite Herrenmannschaft des TTC Sachsenring begrüßt am 10. Oktober Bayern München. Ja, also wir freuen uns, dass wieder mal der FC Bayern München bei uns zu Gast ist. Das ist schon mittlerweile ein echt langes Duell, was wir damals auch mit der ersten Mannschaft in Regionalliga-Zeiten schon gespielt haben. Damals auch gegen die erste von FC Bayern München. Auch die betreiben recht gute Nachwuchsarbeit, sodass sie sich stetig entwickeln. Jetzt kommt es zum Duell FC Bayern München zweite, auch gegen unsere zweite Mannschaft. Und ja, wir freuen uns immer wieder, wenn wir auch die bayerischen Gäste bei uns zu Gast haben. Freilich nicht zum Kräftemessen auf dem grünen Rasen, sondern an der grünen Tischtennisplatte. Das Sari-Regionalliga-Team startete am 13. September in die neue Saison, begleitet von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Jungs sind weiterhin stetig beim Training. Auch unsere ausländischen Spieler kommen, solange es aktuell die Situation noch zulässt, immer auch normal zum Training. Können sich also quasi nach wie vor weiterhin sehr gut vorbereiten. Natürlich mit hier und anderen Auflagen, was zum Beispiel auch die Trainingszeiten betrifft, die Hallenbelegung. Gibt es nicht immer her, dass sie in großen Trainingsgruppen trainieren können, aber ja, aktuell ist die Vorbereitung auf die Punktspiele noch im Rahmen der Möglichkeiten sehr gut möglich. Wegen den Corona-Auflagen gibt es Veränderungen im Wettbewerb und dem Drumherum. Also wir haben ja zum Beispiel für diese kommende Saison eine Festlegung, dass keine Doppelpartien gespielt werden dürfen. Deswegen beginnen wir auch sofort immer mit den Einzeln. Genauso gibt es unter anderem die Auflagen, wie überall üblich jetzt auch, geschlossenen Räumen, was die Turnhalle ja auch zählt, natürlich mit Maskenpflicht aufzulaufen und den Abstand einzuhalten, regelmäßig für eine Reinigung der Tische, der Bänke und alles, was an Materialien angefasst wird durch die Spieler, zu reinigen. Und ansonsten ist der Spielbetrieb aber ähnlich wie auch bisher, nur dass es halt kein Doppel gibt. Es sind außerdem Vorgaben in Sachen Zuschauerzahlen einzuhalten. Wir haben aktuell ein Gebot von maximal 70 Leuten, soweit ich weiß, stand gestern, die in der Halle sein dürfen. Heute zur zweiten Mannschaft werden wir die Grenze wahrscheinlich nicht erreichen, aber spätestens zum Punktspiel morgen in der ersten Mannschaft gegen TTC Wohlbach, was das erste Heimspiel sein wird, haben wir schon Vorregistrierungen wahrgenommen, sozusagen können sich die Leute, die Fans vorher anmelden und bekommen dann eine Karte von den ersten 70 zugewiesen. Der Start in die neue Saison verlief gut für das Sari-Regionalliga-Team. Wir konnten das Spiel sehr hoch gewinnen. Am Ende muss man dazu sagen, dass auch die Gäste ersatzgeschwächt angetreten sind. Und das werden wir auch diese Saison wahrscheinlich sehr oft so haben und erwarten, dass die Gäste und auch wir selber nicht immer mit voller Besetzung antreten können. Unsere Nummer 1, André Milovanov, Weißbusse,
unsere Nummer 1 zur zweiten Mannschaft, darf leider auch heute wieder nicht dabei sein. Und ja, Tendenz wird auch so sein, dass er die ganze Saison nicht spielt. Somit wird es immer wieder eine Überraschung geben und wir wahrscheinlich alle nicht das volle Niveau abrufen können, was wir eigentlich in der Liga erwarten. Manch einer hat es vielleicht schon bemerkt. Das Sari-Team tritt nun nicht mehr unter der Fahne des SV Sachsenring, sondern als TTC Sachsenring an. Ja genau, als TTC Sachsenring-Hunstein-Ernstthal. So viel hat sich im Namen sozusagen nicht getan. Wir haben uns aber einvernehmlich dazu auch entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen noch ein bisschen eigene Wege gehen, wollen das noch ein bisschen größer aufziehen. Auch bei uns die letzten Jahre viel Nachwuchsarbeit getragen, große Früchte getragen. Und es ist dann doch einfach ein Schritt notwendig gewesen, dass wir sagen, wir sind mittlerweile eine sehr große Abteilung gewesen, die auch noch ein bisschen mehr auf eigenen stehen möchte und somit haben wir den Schritt angenommen. Die Planung dazu, zu diesem Schritt, war schon länger vorangeschritten. Problem war dann allerdings in der Corona-Zeit, wollten wir das unter Dach und Fach bringen. Da gab es gewisse Regularien, bis wann man den neuen Verein anmelden muss, offiziell im Vereinsregister eingetragen sein sollte. Ja, das war eine kleine Herausforderung und trotz Corona haben wir das irgendwie über die Bühne gekriegt, dass wir da einen eigenständigen Verein ins Leben rufen konnten und ja, sind da auch sehr stolz drauf, jetzt unter dem Namen Tischtennis Club, also TTC Sachsen-Hunstein-Ernstthal, antreten zu können. Auch unter neuem Namen geht es nicht ohne Ziele. Ja, also unter den jetzigen Bedingungen wollen wir natürlich einfach, dass der Spielbetrieb, solange es geht, denn aufrechterhalten bleibt, dass wir uns auch in jeder der einzelnen Mannschaften, die wir gemeldet haben, liegen, weiterhin etablieren können, dass vor allem auch die erste Mannschaft und zweite Mannschaft sich auf jeden Fall in der Liga hält, wo sie spielt, sprich in der dritten Bundesliga und auch Regionalliga, weiterhin die Fahne in Sachsen vor allem hochhalten und ja, hoffen, dass wir das noch die ganze Saison lang so durchziehen können. Im besten Fall immer mit nahezu vollbesetzter Mannschaft und natürlich mit dem Fokus, unseren Nachwuchs zu fördern. Die ersten 6 Einzel am 10. Oktober waren mitunter enge Kisten für die Gastgeber und auch die Gäste aus München. 3:3 stand es zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte wurde zwar auch hart um die Punkte gekämpft, doch das Sari-Team hatte das bessere Händchen und so hieß es am Ende 9:3 für die Gastgeber. Mit 2x3:0 stach Miroslav Zetzava hervor, der zudem mit seinen 62 Jahren der älteste Spieler war. Der Tscheche spielt seit über 30 Jahren in Deutschland Tischtennis und nun für das Sari-Team. Auf internationalem Parkett ist er kein Unbekannter. Immerhin wurde er schon einige Male Senioren-Europameister. Am nächsten Tag war auch die erste Mannschaft erfolgreich. Zum Start in die dritte Saison in der dritten Bundesliga gelang in der grünen Hölle ein 6:2 gegen den TTC Wohlbach. Kann der ESV Lok Döbeln auch Herbstwanderung? Das war die spannende Frage im Vorfeld der 36. Ausgabe des Döbelner Sachsendreiers. Und es sei gesagt, Sachsendreier geht auch im Herbst. Die Wanderung findet traditionell im Frühjahr statt. Corona-bedingt musste sie für die am 4. April geplante Veranstaltung abgesagt werden. Covid-19 sorgte aber auch sachsenweit für zahlreiche Ausfälle und Verschiebungen von Wanderveranstaltungen. Corona hat uns natürlich alle im Frühjahr überrascht. Wir haben uns gedacht, dass das schneller an uns vorübergeht. Wir haben unsere Wanderungen Ende März einstellen müssen. Alle Sportveranstaltungen waren ja abgesagt. Wir sind froh, dass wir seit Mitte Juni wieder wandern dürfen in kleineren Gruppen. Wir versuchen, die Hygieneregeln einzuhalten, was bei öffentlichen Wanderungen leichter geht, als wenn man in einer Sporthalle ist. Wir können Abstand halten, wir achten darauf, versuchen es. Was unser Problem ist, dass wir vorwiegend mit älteren Leuten unterwegs sind, die natürlich besonders gefährdet sind. Für die Realisierung der Veranstaltung und vor allem in Sachen Hygienekonzept arbeitete der ESV Lok eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. Das Okay kam Anfang September, die Wanderung konnte stattfinden. Es sind viele Veranstaltungen in diesem Jahr abgesagt worden, zwangsläufig abgesagt worden. Das war sicherlich eine gute und richtige Entscheidung. Und wir sind froh, dass einige große Veranstaltungen eben jetzt verschoben werden konnten. Der 36. Sachsendreier in Döbeln, der ja am 4. April stattfinden sollte, nun am 10. Oktober. Wir freuen uns, dass 1084 Teilnehmer gekommen sind. Sonst sind es über 3000, aber
das ist eine Veranstaltung, die angenommen wird und darüber sind wir froh. Am 10. Oktober trotzten mehr als 1000 Wanderfreudige der regenschwangeren Witterung und wurden dafür schlussendlich mit idealem Wanderwetter belohnt. Aus 5 Strecken von 8 bis 50 Kilometern mit Start und Ziel in Döbeln konnten die Wanderer in diesem Jahr wählen und vom Stadion in Großbauchlitz aus Kurs auf ihr Wanderziel nehmen. Ganz nebenbei ließ sich mit ein paar Schritten mehr manch reizvoller Blickfang genießen. Dafür ist der Sachsendreier bekannt und beliebt, legendär ist er wegen seiner Fettbämmen. Diese wurden an 5 Verpflegungsstellen geschmiert und natürlich gereicht. Hier in Mainzberg gab es neben Tee und Fettbämme zur Stärkung auch den Beleg für die Anwesenheit, den Stempel auf die Wanderkarte. Und dann genüsslich in die Stulle oder den Apfel beißen, bevor es weitergeht. Auch in Waldheim befand sich ein Start- und Zielpunkt, diesmal am Stadt- und Museumshaus. Aus 3 Strecken mit einer Länge von 19, 21 oder 36 Kilometern konnten die Wanderfreunde hier wählen. Manch einer rollte dafür aus Döbeln an, kostenlose Pendelbusse von Regiobus machten es möglich. Neben den vielen Sponsoren, dem Bauhof, der Stadt Döbeln, sorgten auch mehr als 30 Helfer dafür, dass es auch organisatorisch rund lief. Von der Start- und Zielmeldung über die Besetzung der Verpflegungsstellen und dem Ausschildern der Strecken reicht das Spektrum, verriet uns Organisationsleiter Axel Weise fernab der Kamera. Die Strecke führte die Wanderfreudigen oberhalb der Burg Griebstein in Richtung Talsperre. Die einen betrachteten die Baustelle des im Umbau befindlichen Hafens, die anderen nutzten die Gelegenheit für eine genussvolle Pause. Dabei war es gar nicht mehr so weit bis zur nächsten Verpflegungsstelle in Tanneberg. An insgesamt 5 Verpflegungsstellen konnten die Wanderer eine Pause machen. In Masten, Limritz, Mainzberg, Tanneberg und Reinsdorfer Bach kümmerten sich viele fleißige Betreuer um die Wanderer. Die hatten von Tanneberg aus noch einige Kilometer bis ans Ziel, dem Lokstadion in Döbeln. Hier gab es den sächsischen Wanderkalender 2020 kostenlos zu mitnehmen. Der Kalender erscheint jährlich und beinhaltet die Termine für sächsische Wanderevents. Wir sind gerade ganz aktiv dabei, den sächsischen Wanderkalender für 2021 zu erarbeiten. Der soll und wird so voll sein wie in den anderen Jahren, ca. 250 öffentliche Wanderungen. Es sind einige Wanderungen, die nun so, wie sie in diesem Jahr geplant waren, im nächsten Jahr 1:1 umgesetzt werden sollen. Wir hoffen, dass die gerade steigenden Zahlen wieder abnehmen und dass wir im nächsten Jahr wieder guten Mutes unterwegs sein können. So klar wie der Redaktionsschluss des sächsischen Wanderkalenders ist auch schon der Termin für den nächsten Sachsendreier im April kommenden Jahres. Dass er real wird, darauf hofft nicht nur das Organisationsteam um Axel Weise. Dann gibt es für jeden, der sich mit seiner unterwegs abgestempelten Streckenkarte zurückmeldet, genau wie in diesem Jahr, eine Urkunde als Teilnahmebestätigung. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de.
Ja, bei unserem Rundgang hier durch den Hainichener Stadtpark haben wir auch dieses hübsche Häuschen hier hinter uns entdeckt. Und Herr Kreisinger hat mir auch erzählt, dazu gibt es auch etliches zu erwähnen. Ja, wir stehen also hier vor dem ehemaligen Gesindehaus. Gesindehaus heißt, dort hat der Parkgärtner oder früher halt das Parkgesinde, die also hier gearbeitet haben, gewohnt. Es stand viele, viele Jahre leer. Die Stadt selber hatte keine Nachnutzung vor. Also es gab zwar Ideen dort, also es war ein Lager für unsere Stadtgärtnerei, aber wir hätten also hier sicherlich eine Außenstelle vom Museum oder sowas aufmachen können, aber das hätte sehr, sehr viel Geld gekostet. Dann gab es immer mal die Idee, dort ein Café einzurichten. Es gab zwar viele Interessenten, aber keine bauwilligen Leute. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir dieses Haus eben in private Hände geben. Familie Helas hat also dort nachgefragt, fühlt sich also hier auch sehr wohl. Und die haben also sozusagen dieses Gebäude mit Fördermitteln vor 3 Jahren erworben und dann in den nächsten 1,5 Jahren gekauft. Es war früher richtig alte Bruchbude, unschöner Anblick. Und jetzt ist es also eine sehr, sehr schöne Sache geworden. Es gab im Stadtrat auch einige Kritiker, die gesagt haben, wir können doch nicht im Stadtpark jemand privaten ein Haus geben, aber die sind doch sehr schnell verstummt. Und ich denke, man muss es bloß anschauen, dass man sagt, also richtig schöner Blickfang jetzt in unserem Park geworden. Ja, das ist auch schön, wenn so ein Konzept dann unterm Strich auch funktioniert und dann alle irgendwo Gewinner sind und zufrieden sind, oder? Das kann man schon so sagen, wie gesagt. Es gibt immer noch ein paar Häuser im Stadtpark, die mal eine frische Kur benötigen, aber es wird weniger. Und hier haben wir also wirklich einen Problemfall wegbekommen und ich bin wirklich auch der Familie Hehler sehr dankbar. Ich durfte das Haus dann kurz bevor man eingezogen ist nochmal anschauen. Also es ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht und großen Respekt vor dem Engagement auch dann im Endeffekt letztendlich als Dienst der Stadt, wo sie wohnen. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, möchte ich jetzt noch ein klein wenig neugierig machen. Wenn man den Hainichener Stadtpark besucht, darf natürlich eins nicht fehlen, die berühmte Blumenuhr. Aber bis wir die noch mal zeigen und ein bisschen darüber erzählen, geht's erstmal weiter im Programm. Wissenschaft. Die Erfindung eines Botenstoffmoleküls verändert die Krebstherapie grundlegend. Technikgeschichte. Von der Lochkarte zum Computer. Eine kleine Zeitreise. Zentrum für neue Technologien der Universität Warschau. Die Spezialisten um die Biochemiker Dr. Jana Kowalska, Professor Jacek Jemelete und Professor Edward Darczynkiewicz und ihr Team aus Polen und den USA haben eine Erfindung gemacht, die beim Kampf gegen Krebs und andere Erkrankungen entscheidend sein könnte. Sie konnten ein riesiges, 80.000 Atome umfassendes Botenmolekül zu einer bedeutenden Waffe gegen den Krebs machen. Sam mam taki osobisty wątek, ponieważ damals, als wir diese Erfindung gemacht und zum Patent angemeldet haben, erkrankte meine Tochter an Leukämie. Ich verbrachte viel Zeit im Krankenhaus, wo ich Kinder sah, die um ihr Leben kämpften. Das war eine ungeheuer wichtige Motivation für meine Arbeit. Nützlich zu sein im Kampf gegen schwere Krankheiten. Krebserkrankungen beginnen mit der Wucherung von krankhaften Zellen. Mediziner suchen seit Jahren nach einer Therapie gegen Krebs, die das Immunsystem des Körpers nutzt. In der klassischen Gentherapie wird versucht, das Genom im Zellkern zu reparieren. Doch dieser Ansatz ist aufwendig, führt häufig nicht zum gewünschten Erfolg und könnte, so wird befürchtet, das Genom grundlegend schädigen. Die polnischen Forscher setzen auf eine andere, elegantere Lösung, die sogenannte Boten-RNA. Sie wird von der DNA im Zellkern kodiert und transportiert ihre Informationen aus dem Zellkern ins Zytoplasma der Zelle.
Dort veranlasst die Boten-RNA oder mRNA in der sogenannten Translation die Produktion von Enzymen und Proteinen, die dann selbst weitere Vorgänge im Körper auslösen. Mit der Hilfe der polnischen Forscher soll nun diese Boten-RNA den Körper anregen, selbst Antikörper gegen Krebs herzustellen. Doch leider sind die Stränge der Boten-RNA sehr instabil. Und bevor sie ihre Wirkung in der Zelle überhaupt entfalten können, werden sie oft durch andere Proteine zerstört und zerfallen. Eine Krux für jede therapeutische Anwendung, denn die Boten-RNA kann ihre Informationen nicht weitergeben. Besonders gefährdet dabei die Enden der RNA, die sogenannten Kappenstrukturen. Diese Kappenstruktur ist sehr wichtig für den Stoffwechsel der mRNA. Die wichtigsten Prozesse, an denen diese Struktur beteiligt ist, sind die Initiierung des Translationsprozesses, also der Beginn der Proteinbiosynthese sowie die Stabilisierung der mRNA. Eine mRNA, die keine Kappenstruktur aufweist, unterliegt einer sehr schnellen Zersetzung. Dementsprechend wäre sie nicht imstande, ihre Funktion zu erfüllen. Die Kappe bewahrt also die mRNA vor dem Zerfall. Die Lösung? Künstliche Kappen, die die natürlichen Kappenstrukturen an den Enden der Boten-RNA ersetzen, den sogenannten 5'-Caps. Die künstlichen Strukturen müssen stabil und haltbar sein. Tatsächlich können die Warschauer Biochemiker solche Moleküle herstellen. Beta-S-Arca nennen sie ihre Erfindung. Das S steht für Schwefel. Bei unserer Entwicklung Beta-S-Arca haben wir ein einziges Sauerstoffatom durch ein Schwefelatom ersetzt. Und das hatte zur Folge, dass die auf diese Weise modifizierte mRNA fünfmal effektiver wurde und ihre Lebensdauer in den Zellen dreimal so lang war. Ein einziges Atom haben die Forscher in den etwa 80.000 Atomen der Boten-RNA durch ein anderes ersetzt. Das eine Schwefelatom, das die Boten-RNA stabiler und effektiver machte, ist die Grundlage ihrer Patente. Die haben eine lange Vorgeschichte. Dass sich die Forscher der Universität Warschau überhaupt mit den mRNA-Kappenstrukturen beschäftigen, hat mit Professor Edward Darcinkiewicz zu tun. Von einem Forschungsaufenthalt in den USA bringt er das Thema mit. Nach meiner Rückkehr nach Polen im Jahre 1980 hatte ich beschlossen, an dieser Struktur wissenschaftlich aus der Perspektive der Chemie zu arbeiten. Damals versuchten wir, die künstlichen Kappenstrukturen analog zu den natürlichen Strukturen chemisch zu synthetisieren und suchten nach Anwendungen dieser 5'-mRNA-Kappenstruktur in verschiedenen biologischen Prozessen. Auf der Suche nach einer Gentherapie gegen Krebs werden auch die mRNA-Kappen interessant. Die deutsche Firma BioNTech wird zum Partner der polnischen Erfinder und vermittelt die Patente an die großen Medikamentenentwickler Sanofi und Genentech. Doch am Anfang steht gar nicht fest, ob eine industrielle Produktion der bereits patentierten künstlichen mRNA-Kappen überhaupt möglich ist. Die große Herausforderung für die Warschauer Forscher. Denn davon hängt der Erfolg ihres Patents ab. Im Labor produzieren wir normalerweise in sehr kleinen Mengen von wenigen Milligramm. Für klinische Untersuchungen braucht man aber die tausendfache Menge. Wir mussten also zeigen, dass wir imstande sind, diese Verbindung überhaupt in diesen Mengen herzustellen und dass sie in diesen Mengen auch stabil ist. Nach einem halben Jahr gelingt es den Molekularbiologen, ihre stabilen Kappenstrukturen in der geforderten Menge in die Boten-RNA zu integrieren. Die Grundlage für den kommerziellen Erfolg ihrer Patente, die mittlerweile etwa 1 Milliarde US-Dollar an Lizenzgebühren eingebracht haben.
Unsere Erfindung, die die Lebensdauer der mRNA erhöht, lässt uns wirklich hoffen, dass die mRNA in der Therapie Anwendung finden kann. Und natürlich ist es unser großer Traum zu sehen, dass unsere Entwicklung uns bei neuen Therapien bei schweren Krankheiten wie Krebs und genetischen Erkrankungen hilft. Die Tochter von Jacek Jemelite wurde auch ohne die Forschung ihres Vaters wieder gesund. Viele andere können in Zukunft aber auf die kappenverstärkte künstliche mRNA als Therapie hoffen. Manchmal sind es die ganz kleinen Dinge, ein einzelnes Atom, die Großes überhaupt erst möglich machen. Es war einmal in Amerika vor 110 Jahren. Die USA sind auf dem Wege, nicht nur eine wirtschaftliche, sondern eine politische Großmacht zu werden. Der Aufbruch ins Zeitalter der Datenverarbeitung begann mit dem Deutsch-Amerikaner Hermann Hollerith. 1890 feiert seine Erfindung, das System der Lochkartenverarbeitung, bei der großen Volkszählung erste Triumphe. Das Prinzip war einfach. Auf Grundlage der Erfassungsbögen werden an bestimmten Stellen Löcher in die Karten gestanzt. Weiter geht's am Statistikklavier. Hier wird abgefühlt und gezählt. Abfühlstifte tasten die Karten ab. Wo Löcher sind, entsteht ein elektrischer Kontakt, der per Relais das Zählwerk in Gang setzt. Als die spektakuläre Erfindung 1910 nach Deutschland kommt, gibt man sich da noch kaiserlich mit Pickelhauben und Paraden. Der Berliner Willi Heidinger erkennt den Markt für Hollerits Patent und gründet die Deutsche Hollerith Maschinengesellschaft. Die deutsche Firma mausert sich mit immer neuer Technik. Locher bekommen Tastaturen, Karten werden automatisch zugeführt und in vertikalen Sortiermaschinen sortiert. Die Daten auf den Lochkarten werden nicht nur gezählt, sondern auch addiert, per Tabelliermaschine. Die Industrie erfasst ihre Lagerbestände und schreibt Rechnungen, Versicherungen kontrollieren die Abschlüsse und der Staat zählt seine Bürger. Mobilmachung 1914, Europa marschiert in den Krieg. Weiter geht's Mitte der 20er Jahre, mit Hollerits schreibender Tabelliermaschine. Der gesamte Ablauf wird durch ein Programm gesteuert, das auf einer fest eingebauten Schalttafel gesteckt ist, je nachdem, wie der Kunde es braucht. So gelangen die Informationen von der Lochkarte zu den Zählern. Von nun an werden die Ergebnisse automatisch ausgedruckt. 1929, der Schwarze Freitag führt zur Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Die erste deutsche Demokratie überlebt die Krise nicht. Was folgt, ist Diktatur. Mitte der 30er Jahre kommt die erste deutsche Eigenentwicklung auf den Markt, eine Tabelliermaschine. Ob für Wirtschaft, Dienstleistung oder Verwaltung, sie ist universell einsetzbar, beherrscht alle Grundrechenarten und kann verschiedene Rechenvorgänge gleichzeitig ausführen. Die Schaltschnüre werden nun auf auswechselbare Schalttafeln gesteckt. Dies erlaubt, mit einem Handgriff, beispielsweise von der Lagerhaltung auf die Lohnabrechnung umzuschalten. Das Prinzip bleibt noch lange das gleiche. Lochen, horizontal sortieren, zählen, auswerten und drucken. 1941 konstruiert Konrad Zuse den weltweit ersten elektromechanischen Digitalrechner. Mit dem Zweiten Weltkrieg treibt Hitler Deutschland und Europa ins Chaos. Ruinen prägen das Bild. Anschließend der Wiederaufbau. Die Amerikaner bringen einen Elektrorechner auf den Markt mit bis zu 60 Programmgängen. Kabel, Schaltelemente und 1400 Elektronenröhren, wie sie auch in Radios benutzt werden, garantieren einen ununterbrochenen Datenfluss. Die Röhre löst das Relais ab und so tönt es aus den Röhrenradios der 50er. Eine neue Ära auch in der Datenverarbeitung. Daten und Programme werden von jetzt an auf einer Magnettrommel gespeichert. Programme können von einem Schaltpult aus beliebig oft geladen und ausgeführt werden. Auch das ist neu, Magnetplatten, die Großväter der Harddisk.
Ab 1957 steht damit neben dem Magnetband ein weiterer externer Speicher zur Verfügung. 12 Megabytes kann er aufnehmen, damals eine Sensation. Der gezielte Datenzugriff in Sekundenbruchteilen wird möglich. Fortschritte auch bei den Tabelliermaschinen. Jetzt wird auch mit Buchstaben gearbeitet. Rechnungen, Lieferscheine und andere Dokumente gibt es von nun an mit Text. Die elektronische Datenverarbeitung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Elektronenröhre wird Ende der 50er Jahre vom Transistor abgelöst. Mit Widerständen, Dioden und Kondensatoren ist er 100-mal sparsamer als sein Vorgänger. Mit Lochkarten und Magnetbändern werden bald über 62.000 Zeichen pro Sekunde gelesen. Höchstleistungen auch beim Drucken. Auswechselbare Plattenspeicher steigern Tempo und Kapazität. 10 Schreib- und Leseköpfe greifen auf die Daten zu. In den 60er Jahren werden dann die Rechner kompatibel. Große Modelle lassen sich durch kleine ersetzen. Und es gibt die neue Dateneinheit, das Byte. Für schnelles Rechentempo sorgen nur noch salzkorngroße Transistoren auf einem Chip. Bis zu 6 Transistoren werden in die Module gepackt. 1969, die Mondlandung. Das Apollo-Programm wird durch die Rechner erst möglich. Computer im NASA-Kontrollzentrum in Houston. Bald wird nur noch über den Bildschirm gesteuert. Die Floppy Disk löst die Lochkarte ab, die Geburtsstunde der Diskette. Magnetspeicher werden durch Module abgelöst. Mitte der 70er Jahre kommt der Desktop. Und Anfang der 80er dann der PC für jedermann. Immer kleiner, immer schneller. Der Computer beherrscht längst unseren Alltag. Mit ihm nimmt die Zukunft Gestalt an. Zum Beispiel die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden als virtuelle Vision. Ein Brückenschlag von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, und das ist sie nun, die berühmte Blumenuhr im Hainichner Stadtpark. Und Sie hatten in letzter Zeit etwas Ärger damit, ne? Ja, eigentlich schon die letzten Jahrzehnte gab es immer mal wieder Vandalismus. Es war jetzt eigentlich einige Zeit ruhig, aber seit einem Jahr wieder versteigt. Es ist scheinbar ja, Volkssport von einigen wirklichen Dummköpfen. Und ich muss sagen, das sind garantiert nur ganz, ganz Einzelne, sich an diesen Zeigern zu schaffen zu machen. Und das ist also uraltes Uhrwerk. Die Firma, die das repariert, die kommen aus der Lausitz, also müssen relativ weit anfahren. Ich glaube, hergestellt wird sowas in Polen, also in Deutschland gibt es da gar keine Firma dafür. Und da ist es natürlich sehr eigentlich, jede Reparatur hier kostet also mindestens 2.000 Euro. Und deswegen haben wir uns also jetzt entschieden, es gab kurioserweise, wenn also die Blume nur der Zeiger verbogen ist, haben wir immer innerhalb von Tagen hohe Spendenaufkommen. Die Hainichner lieben den Park, die Hainichner lieben diese Blumenuhr. Und wir haben also das letzte Mal jetzt so viel Geld zusammenbekommen, dass wir gesagt haben, also jetzt machen wir diese Videoüberwachung. Das war rechtlich nicht ganz einfach, weil eben der Gesetzgeber, also in Dresden, der Landesdatenschutzbeauftragte, zustimmen musste. Aber wir haben es genehmigt bekommen und wir überwachen also hier jetzt mit 2 Kameras diese Blumenuhr. Seither ist Ruhe, wollen wir hoffen, dass so bleibt. Ja, und Herr Kreisinger, Sie hatten auch erwähnt, es werden noch ein paar andere Sachen mit erneuert oder sind in Planung? Ja, also unser Bikepflegekonzept, das geht, ich glaube sogar bis ins Jahr 2025. Da sollen also die gesamten Segmente des Stadtbikes sollen also dann untergliedert auf Vordermann gebracht werden. Vor einigen Monaten haben wir unser neues Gewächshaus fertiggestellt in der Stadtgärtnerei. Das hat also schon lange seinen Dienst jetzt angetreten. Gegenüber davon haben wir Garagen weggerissen. Diese Garagen, die werden erneuert, hätten eigentlich schon lange da sein sollen, die neuen, aber dummerweise waren die gelieferten Garagen zu breit, deswegen musste man da reklamieren. Wenn die Garagen da sind, wird auch die Vogelvolieren, die dahinter sind, werden also auch erneuert. Und wie gesagt, das sind also nur so einige dieser Segmente. 7.11. ist der Parkpflegetag. Da wollen wir auch wieder ein bisschen eine Ecke auf Vordermann bringen, instand setzen. Und so wird es also bis 2025 weitergehen. Ja, und das erinnert mich jetzt gleich wieder an die Sache mit der Zeit. Also wenn ich so hinter mich schaue, wird langsam Zeit zu gehen und uns zu verabschieden. Also wir sagen Tschüss für diese Woche. Machen Sie es gut.
auch alles Gute. Besuchen Sie einigen. Ist immer Reise wert.